So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht um ein aufgebraucht Video und zwar habe ich wieder einiges platt gemacht. Ich hoffe, die Perspektive stimmt. Ich bin nicht ganz so begeistert. Mein Stativ ist irgendwie nicht so groß. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ist nicht so hoch, obwohl er immer so hoch war. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Aufgebraucht, weil das kann jetzt noch 3 Jahre und 10 Minuten und keine Ahnung was dauern. Deswegen heute aufgebraucht für meine Directions Farbe, die hatte ich heute mit euch in einem Video auf meinem Kopf drauf. Und jetzt habe ich meine Haare geföhnt und auch, wo sie ganz trocken waren, dann auch meine Locken fabriziert. Ich finde das eine sehr, sehr coole Technik, wenn ihr mehr davon wissen wollt. Ich habe das in einem anderen Tutorial gesehen und musste das unbedingt ausprobieren. Ich finde das super süß. Und je nachdem, was für einen Lockenstab man hat oder wie schnell man sie auskämmt und was für eine Art und Weise, werden sie dann so richtig schön Schweinchenlocke. Und das hält mir auch 2 Tage. Also ich kann dann mit gestylten Haaren dann auch schlafen und dann am nächsten Morgen sieht es immer noch schön aus. Ja, genau. Fructis habe ich aufgebraucht. Eigentlich war das für meine Tochter. Habe das jetzt mit Directions gemischt, weil da keine Silikone und keine Parabene sind. Ja, fand ich ganz lecker. Es riecht nach Fructis. Kokos riecht da jetzt nicht. Fand ich ganz okay. Würde ich sogar nachkaufen. Wir haben noch das Shampoo daheim. So ist, glaube ich, kommt nur näher. Ja, finde ich ganz cool. Wird nachgekauft irgendwann. Dann wollte ich euch zeigen, vom Fachbelichter habe ich diese Pipette aufgehoben für meine Glycerin-Geschichten, weil ich jetzt die andere Pipette für was anderes benutze. Solche Dinge hebe ich dann auf, wenn mir das kaputt gehen sollte, koche ich aus dem Wasser und dann, wird da jetzt einfach hingeworfen. Dann wollte ich euch was zeigen. Wollte ich euch was zeigen und zwar ist das so, von dieser Haarfarbe, davon war ich überhaupt nicht begeistert. Ich kann euch mal ein Bild einblenden. Ich war komplett orange auf meinem Ansatz. Vereinzelt bin ich es noch, aber ich wollte gerne diesen lila Schimmer, der hier ist, auch im ganzen Haar. Meine Haare nehmen nichts mehr an. Wenn irgendeine Friseurin unter euch ist, sagt mir mal, was ich tun kann, damit meine Haare wieder irgendwas annehmen. Ja, hier nimmt es gar nichts an. Hier war ich ja dunkelbraun. Nichts, da geht gar nichts. Also von den Directions eine Färbung wollte ich nicht, weil ich halt eben sehr variabel bin. Aber ich würde gerne auch mal so ein Blond haben. Und das, ja, keine Ahnung. Und das war halt eben diese Kur, wo man sich drauf macht. Hat bei mir überhaupt nichts gebracht. War ganz schlimm. Dieses Island Blond ist, glaube ich, was ist denn das? Farbauffrischer. In Paraffins, ja. Ach so, anti-verblassen, überwältigende dauerhafte Koloration. Es war nichts Gescheites auf jeden Fall. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann hatte ich euch ja erzählt, hatte ich eine OP gehabt. Da hatte ich Binden gebraucht. Und zwar hatte ich eine PAP-Abstrich, war nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, in welchem Grad es war. Das habe ich schon vergessen. Ich habe nächste Woche einen Termin beim Frauenarzt und werde das abklären. Ich denke, da, bis dahin sind die Befunde auch da. Ja. Mir geht es ganz okay, ich merke das nicht, aber ich habe die innerhalb von einer Woche aufgebraucht, wenn nicht schneller. Ich habe noch eine, weil ich mich damit einfach sicherer gefühlt habe. Für draußen habe ich Slip-Einlagen benutzt, weil ich keine OBs benutzen darf. Ich hasse Slip-Einlagen, bei mir juckt der Arsch, um ganz ehrlich auszudrücken. Ich kann das nicht ab, vor allen Dingen 2-3 Tage hintereinander, da raste ich aus. Und jetzt habe ich das schon seit 1,5 Wochen und ich könnte schon, ja, ich bin froh, wenn... Morgen sind 14 Tage rum nach der OP und ab morgen darf ich OBs benutzen. Ja. Silver Shampoo ist schon wieder leer gegangen. Ihr seht, ich habe es verdünnt. Ich habe das ewig einwirken lassen. Ich habe mir jetzt von Fayola, glaube ich, aus Amazon bestellt. Und im Gegensatz zu das, das ist das heftigste Silber Shampoo, was ich hatte. Ich hatte so lilane Hände. Also so lilane Hände wie da. Ja. Aber das würde ich mir nachkaufen, wenn ich schnell was bräuchte, aber nicht, wenn ich was Kleines brauche. Das ist ein absoluter Spezialist bei mir. Kaufe ich seit Jahren nach. Jetzt habe ich gerade gesehen, habe ich in meine Backup-Schublade erstmal geguckt, bevor ich irgendwas wieder losrenne in den DM und denke, ich brauche das. Das werde ich mir screenshotten von mir selber. Und dann, wenn das andere leer ist, werde ich wieder dazu greifen. Ich weiß nicht, wie es andere ist. Das hatte ich heute Morgen da in der Backup-Schublade, weil ich eben
eine Spülung gesucht habe, ich aber keine gefunden habe. Ich werde eine von Balea kaufen, eine günstige für Directions, weil ich sehe es nicht ein, so viel Geld auszugeben für die Tönung. Die Tönung kostet schon 5 Euro und ja, absoluter Nachkaufkandidat, gerade wenn man duscht. Endlich ist auch das Intimspray leer gegangen. Das habe ich oftmals fürs Klo benutzt oder wenn meine Füße so zum, jetzt wo es so schön warm war, habe ich meine Füße, Schuhe, alles Mögliche damit eingesprüht, aber überwiegend stand es im WC. Ja, dazu, das roch einfach wie Oma unterm Arm, das rieche ich sogar mit meiner verstopften Nase, die ich jetzt kurz mal sauber machen werde. Bei mir herrscht das absolute Chaos. Ich habe mein Bett verkauft, ich habe die Wickelkommode verkauft. Jetzt warte ich nur, bis sie abgeholt wird. Ja. Weiter geht's mit einem reichhaltigen Pflege-Duschcreme. Von da fand ich richtig schön angenehm, roch sehr pudrig. Könnte ich mir wieder vorstellen, nachzukaufen. Ich glaube, ich habe eine Pulle, wenn ich sie nicht schon leer gemacht habe. Aber ich glaube, eine steht noch im Bad und ich glaube auch in meiner Backup-Schublade. Und bevor ich nicht irgendwas nicht zu Hause habe, werde ich auch nichts mehr nachkaufen. Ich möchte versuchen, mich 3 Monate zu minimalisieren und schauen, was alles platt geht. Es geht auch um dekorative Kosmetik. Ich habe mir sowas gesetzt, 10 Euro im Monat. Also Directions müsste ich jetzt nachkaufen, ja. Das kostet schon 5 Euro. Dann bleiben nur noch 5 Euro übrig. Und wenn die übrig bleiben, dann spare ich sie mir. Aber ich möchte nicht so viel Geld für dekorative Kosmetik im Moment ausgeben. Ich möchte jetzt einfach sparen. Wir wollen in den Urlaub. Ich muss sparen. Ja. Und ich habe, ihr habt ja selber gesehen, mir fehlt es an nichts. Deswegen wäre ein Nachkaufkandidat, habe ich noch da, brauche ich auch jetzt nicht. Ich habe genug anderes Duschkram, Deo, Parfüm, ich habe alles in Massen. Das habe ich leer gemacht und zwar ist das ein Öl-In-Shampoo von Gliss Kur. Hat mit Rose geduftet, mit Rosenöl für normales Haar. Hat echt nach Rose gerochen, ähnlich wie dieses Ding hier. Hat die Haare auch schön gemacht. Mochte ich sehr gerne, vor allen Dingen, wenn die Haare frisch gewaschen sind und man macht den hier und dann sprüht's, dann riecht das noch super. Finde ich klasse, würde ich nachkaufen. Aber brauche ich jetzt nicht. So, dann wollte ich euch eine Tuchmaske vorstellen. Ich habe eine Wäscheklammer drauf, weil ich es zweimal benutzt habe. Also ich sehe es nicht ein, meine Haut ist so rein geworden. Also ich finde, durch das Handy-Display, weil ich das jetzt umgedreht habe, damit ich sehe, ob ihr was seht, ob es fokussiert oder nicht. Das geht hier um die Balea-Tuchmaske. Unreine Mischhaut. Ich habe gemerkt, ich habe einfach unreine Unterlagerung. Ich futtere einfach gerne Schokolade. Ich habe auch 6 Kilo zugenommen in den letzten Jahr wieder. Und es nervt. Und es nervt mich, dass meine Klamotten mir nicht mehr so passen, wie sie vorher gepasst haben. Und ich muss jetzt ran an den Speck. Und zwar ist die immer noch durchfeuchtet. Seht ihr das? Ich habe einfach das Tuch, als ich fertig war, es umgeklappt in das wieder schön reingemacht, Wäscheklammer drauf, 2 Tage später wiederverwendet. Ja, es würde wahrscheinlich für ein 3. Mal noch reichen, ist das reichlich noch da. Und von daher kann man das benutzen. Ich finde auch 2-mal steht zwar nicht wiederverwendbar, aber scheiß der Geier drauf. Ich probiere es aus und wenn es klappt, dann klappt das. Und wenn nicht, dann nicht. Ich meine, unhygienisch ist es ja nicht, wenn ich das wieder drauf mache und es kein Staub drauf kommt oder sonst was. Ich fand es ganz praktisch. Würde ich mir nachkaufen? Nee, ich blende euch mal ein Bild ein. Es war so komisch geschnitten. Da nehme ich lieber die von Garnier, diese Tuchmaske, nicht Tuchmaske, sondern eine normale Anti-Pickel-Maske. Dann habe ich dieses hier gekauft. Prälerns Effekt von Keralock. Ja, es ist ziemlich blau. Kann ich auch Silbershampoo benutzen. Ich dachte irgendwie, das ist mehr, aber hat gar nichts gemacht. Ja, 20 Minuten einwirken, habe ich es auch nicht. Ich habe immer Angst. Ich habe schon so einen Grünstich hier gehabt und es hat genervt. Und jetzt geht's eigentlich. Jetzt finde ich meine Haare wirklich sehr schön. Wenn es noch ein bisschen lila stichiger wird. Oh, das nervt. Wenn es so unfleckig wird, würde ich mir nicht nachkaufen. Nein. Dann habe ich diese Haarmaske benutzt, nachdem ich meine Haare blondiert habe. Wieder permanent Koloration und
Ja, fand ich ganz okay. Habe ich noch eins da, würde ich aber so nicht mehr nachkaufen. Weil da kann ich mal eine Haarkur in die Haare schmieren. Ist günstiger. So ein Pott. Eigentlich ist auch mal ein Deodorant leer gegangen. Und zwar das Original Dove Deo. Das mag ich sehr gerne. Antitranspirant ohne Alkohol. Ich liebe das. Ich würde es mir immer nachkaufen, weil es einfach pudrig ist. Mir ist aber das Rexona, dieses Maximum Protection. Oh, dieser Duft, wenn es das als Sprüher gibt, wisst ihr das, ob das das blaue Maximum Protection als Sprühdeo gibt? Hammer. Aber das wäre auch ein Nachkaufkandidat. Ein Nagellackentferner, mega geil. Ihr seht Wassermelone drauf. Es riecht auch. Da beschwert sich, gestern habe ich, während alle da waren, also während die, meine Tochter war noch im Raum und mein Freund, hat sich keiner beschwert, dass ich diesen Nagellackentferner benutze, weil es einfach gut riecht. Oder meine Nase ist so verstopft, dass ich gar nichts mehr rieche. Ein Nagellack, wo ich jetzt aussortiere, weil er einfach nachdunkelt. Wunderschöne Farbe, werde ich aber jetzt aussortieren. Genauso. Ich auch diesen hier aussortieren werde. Von Bourjois sind beide. An sich ist das ein schöner Lack, ja, gefällt mir sehr gut. Auch das Pinselchen ist super, aber ich mag das nicht, wenn man lackierte Fingernägel hat und man das untere vom Nagel sieht. Also wisst ihr, dass man da durchgucken kann, dann bringt mir das nichts. Wunderschöner Pinsel. Habe ich aber keine Verwendung zu. Mir gefällt die Farbe an meinem Hautton nicht. Ich habe schöne Töne und genauso wie dieses Orange sieht wunderschön aus, ist aber nicht deckend. Ich sehe immer noch mein Nagelbett. Nee, mein Nagelrand durch und das mag ich gar nicht. Und ich habe auch keinen Bock, noch einen schwarzen drunter zu machen oder sonst was. Die werden jetzt aussortiert, kommen in die Aussortiertkiste. Dann eine beruhigende Tagespflege plus Antifaltenwirkkomplex. Fand ich mega gut. Ich roch aber wieder mal nach Alkohol. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stelle ist Alkohol. Aber ziemlich arg nach Alkohol. Dann habe ich hier eine Handcreme leer gemacht von Neutrogena. Habe ich auch aufgeschnitten, werde ich mir nicht nachkaufen. Mein Sohn hat sie sich auch noch ins Gesicht geschmiert, weil er sie gefunden hat und dachte, das wäre Creme. Ja, aber nee, dies ist mir zu fettig. Das ist wie eine Fettschicht. Da kann ich auch Vaseline eigentlich drauf schmieren. Eine Bodylotion, die nicht ganz leer ist, aber gut benutzt. Ich habe sie zweimal benutzt. Hier hängt noch was. Ich habe den Deckel verloren, habe das so gekippt gehabt. Aber wo soll ich das jetzt hinstellen? Ich habe den Deckel mittlerweile gefunden. Die Bodylotion ist jetzt mittlerweile aber auch schon fünfmal geöffnet. 5 Tage geöffnet oder so. Das ist ja nichts dann. Ja, das war es auch von meinen Produkten. Jetzt kommt es mit dem Haushalt und dann fahre ich zu einer Freundin. Da freue ich mich schon auf sie. Ja, Mädels, ist einiges. Zuallererst habe ich hier Jessa Slip-Einlagen leer gemacht. Die finde ich immer ganz in Ordnung. Die sind mit Wäscheschutzfolie, weiche Vlies ohne Duftstoffe. Die finde ich immer gut. Das sind die Orangenen davon. Diese Classic finde ich ganz gut. Einen neuen Weichspüler, den ich leer gemacht habe, der ist mit Mandelöl. Den fand ich sehr lecker. Vor allen Dingen, weil man gleich nach dem Waschen die Wäsche aufgehängt hat. Mega geil. Dann WC-Ente. Ja, finde ich cool, weil es wenig Verpackungsmüll ist, sage ich. Aber das Problem ist, warum machen die so viel Plastik und nicht das aus Papier oder sowas, diesen, also so aus Hartkarton kann man ja auch machen. So gepresstes Papier halt einfach oder aus Altpapier. Riecht ganz frisch. Eins ist mir direkt abgegangen, nachdem ich das WC gereinigt habe, weil ich kurz da dran gekommen bin. Dann ist mir direkt in Klo gefallen. Da konnte ich es natürlich nicht mehr wiederverwenden. Weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal nachkaufe oder nicht. Pampers natürlich leer gegangen. Dann wollte ich euch eine Alternative zu diesen Quetschbeuteln zeigen von jeglichen Marken. Hier die Lupilu. Gartenfrüchte. 4 Stück sind drinne. 90 Gramm kosten 1,99 beim Lidl. Die schmecken ihm auch ganz lecker. Er mag vor allen Dingen den lilanen und die roten. Die orangene Verpackung mag er nicht so. Dann hier Kosmetiktücher sind natürlich leer gegangen. Feuchtes Toilettenpapier von Tempo finde ich richtig cool, dass es so einen schönen Verschluss hat. Ich
weiß nicht, ob ich sie... Ja, sie sind mir einfach zu teuer. Ich habe jetzt welche vom DM Eigenmarke oder oder von Rossmann Eigenmarke. Die sind auch relativ dick wie diese günstigeren. Die sind ein bisschen so mittelpreisig. Aber wenn es die im Angebot gibt mit irgendwie 20% plus 10% Coupon und 40 Cent gespart, dann würde ich die nochmal nachkaufen. Feuchttücher zum Baby Dream. Dann eine Zahnpasta, die wir gerade benutzen, aber alles weitere sage ich dann später dazu. Dann habe ich hier Verdauungstee und der verdaut wirklich. Am nächsten Tag habe ich Durchfall, so dumm es sich anhört, aber am nächsten Tag, ich habe mich immer gewundert, warum ich dann Durchfall habe und es lag wirklich an diesem Verdauungstee. Ich habe ihn getrunken, weil ich ein Völlegefühl habe oder ab und zu so einen komischen Magen und da, ja... Habe ich Durchfall gehabt, würde ich mir trotzdem nachkaufen, gerade wenn man so eine Geschichte hat wie Verstopfungen, rate ich euch mal den auszuprobieren. Das ist für das gesunde Plus. Dann hat meine Tochter hier, die sagt mir ja nicht Bescheid, wann das Zeug leer ist, ne? Sherry Kisses vom Bilou leer gemacht. Ich habe versucht damit zu duschen, war aber nicht genug da, also nicht genug Zeug da. Ja, würde ich jetzt... Für mich persönlich nicht nachkaufen, ist mir viel zu quietschig süß, wirklich so süß. Das hat aber nach so künstlicher Kirsche gerochen. Nicht so mein Ding. Oh, habe ich dunkle Augenbrauen, gell? Also so rötliche. Dann kaufen wir immer diese Kindermilch plus 2. Der trinkt immer noch, wobei er jetzt nicht mehr so gut trinkt. Dann haben wir Zitronen-WC-Reiniger von Frosch leer gemacht. Fand ich überhaupt nicht gut. Also... So WC-Reiniger finde ich von Frosch, ja, hilft vielleicht der Umwelt, hilft mir aber beim Putzen nicht wirklich. Ich finde es cool, dass sie aus Altplastik diese Geschichten machen, weil wozu neues Plastik benutzen oder neues Plastik herstellen, wenn man genug Plastikabfall hat. Das könnten sich auch anderen Firmen mal an die Nase, ich muss mir auch mal an die Nase fassen, weil ich so verstopfte Nase. Dann haben wir hier von Don't to Dent eine Mundspülung leer gemacht, würde ich nachkaufen. Ich kaufe immer die günstigen, wobei ich auch gerne mal Listerine ausprobieren würde. Ich habe jetzt eine da, die ist so scharf, weil die mit Alkohol drin ist. Ich habe richtig gemerkt, wie es meine Zunge pritzelt. Ja. Vielleicht bin ich auch deswegen geschwollen. Dann habe ich, denk mit, Tabs leer gemacht. Ja, die finde ich immer ganz gut. Die Classic 65 Stück, die kaufe ich immer noch. Keine Ahnung, ich mag die. Hier stehen noch ein paar so wichtigere Details drauf, aber ich hole die und probiere es aus, wenn es nicht klappt, so wie es mit den Tabs, die sich selber auflösen, nicht geklappt hat. 2 Stück sind nicht aufgegangen. Ja, ich mag aber nicht mich darauf verlassen, dass es nicht aufgeht. Ich will mich darauf verlassen, dass es aufgeht. Wieder Feuchttücher. Und denk mit, mega geiler Duft. Ich habe, da war nicht mehr viel drin, aber es ist so flüssig. Ich finde das super, um die Babyflaschen zu reinigen. Ich finde das nicht so gut, um Töpfe zu spülen, weil das eben so flüssig ist. Aber ich finde, wenn ihr denkt, was ist das? Das ist ein Dragon Ball Z Tattoo. Das wollte mein Sohn unbedingt, dass ich das auch habe. Und die ganze Family durfte sich ein Tattoo aussuchen. Und ich habe mir das ausgesucht. Das sieht ein bisschen aus wie ein blauer Fleck. Ist es aber nicht. Ja, genau. Dies fand ich ganz gut. Und man kann die mega geil als Seifenblase benutzen. Ich habe jetzt die Hälfte, also so viel vielleicht in diesen Seifenblasenspender. Wenn ihr Bock habt und eure Kinder verschütten das, ist eine günstigere Alternative, glaube ich, zum Seifenblasen machen. Weil was kosten die unter dem Euro? Ich weiß es nicht mehr. Was habe ich gezahlt? 65 Cent, 75. Fand ich ganz cool. Auch die Verpackung war mega fresh. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu spülen. Deswegen ist es auch schnell leer. Dann Popotücher. Das war die Waldbeere. Das rieche ich so intensiv. Ist das. Mein Sohn mochte das sehr gerne. Maximal 3 auf einen Streich. Tuch für Tuch mit Griff. Ohne Farbstoffe. Ohne Zusatz vom Alkohol. Tuch biologisch abbaubar. Ja, je nachdem. Also wenn er Kacker macht, finde ich das ein bisschen eklig, dass... So reinzulegen, wisst ihr, also ja, wir benutzen ein Tuch und dann wasche ich ihn eh sein Popus am Waschbecken. Das finde ich besser für ihn. Also dann bin ich mir einfach sicher, dass keine Kackerreste einfach da sind. Dann habe ich leer gemacht hier von Denkmilch mit Winterfruits.
Ja, keine Ahnung. Ich fand das nicht so. Ich habe hier jetzt mal. Nee, das haben wir jetzt aktuell drinne und das habe ich leer gemacht. Das war von Glade One Touch Velvet Tea Party. Fand ich gar nicht gut. So sieht es aus. Und dann habe ich hier mal auf die Rückseite geguckt. Hier sind 24 Milliliter drin. Und hier nur 10. Hat aber gleich gekostet. Also, nee, das war sogar 1 Euro hat es gekostet, glaube ich. Und das nur 55 Cent. Also, ich fand es echt eine Sauerei. Von Glade. Ja, würde ich es mir nicht kaufen, weil das auch die Kinder sind. Etwas, was wir aussortieren werden, ist diese Zahnpasta. Das mag mein Sohn überhaupt nicht. Keine Ahnung. Werde ich vielleicht eine Freundin abgeben? Ja, sonst. Ja, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Mir schmeckt sowas auch nicht. Meine Tochter soll ihre Zähne anständig putzen und mein Sohn mag lieber dies von. Was ich euch im Hall gezeigt habe. Dann ab und zu mal gebe ich sowas in die Spülmaschine. Ganz selten, wenn ich mal dran denke. Wenn ich mal ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel habe, dann nehme ich das mit. Wenn nicht, dann putze ich sie so. Dann etwas, was ich hier in Verwendung habe, wo ich euch einfach die Verpackung zeigen wollte. Mit. Ich finde das so geil, wenn Fenster zu ist und ich morgens an meinen Schminktisch gehe, rieche ich das, wenn meine Nase natürlich nicht so verstopft ist. Aber das ist das edle Hölzer und ich liebe so Holzduft, also ich wie Sandelholz. Ich liebe diese Antik-Tabakkerze zum Beispiel von Malea. Die riecht so richtig schön angenehm einfach. Dann eine Zahnpasta, die mir gerade leer gegangen ist. Meine liebste Zahnpasta, auch mit diesem Verschluss, weil ich bin ein fauler Mensch. Je schneller es aus der Tube geht, je einfacher für mich. Die sieht so aus. Aktuell sind da auch 100 Milliliter drin. Ist eine neue Größe. Reicht mir ja einen Monat, eineinhalb. Irgendwie sowas, wenn wir es zu zweit benutzen. Also ich habe verschiedene Zahnpasta drin. Gerade eben, wie gesagt, diese andere White Now gerade. Aber sonst, ja. Die mochte ich ganz gerne. Die wird sicherlich nachgekauft. Etwas, was ich aussortieren werde, weil es mich nervt. Ich werde von Balea diese Dinger nicht mehr kaufen. Die gehen so schnell kaputt. Gerade das Gewinde hier ist wieder am Arsch. Ich weiß auch nicht, wo es gelandet ist. Vielleicht habe ich es schon weggeschmissen. Das Teil könnte ich benutzen, aber dann fehlt mir dieses. Da brauche ich zwei. Und dann benutze ich lieber das von Rossmann, weil man das so einzeln ausstecken kann. Würde ich nicht nachfordern. Nein. Und somit ist das Ganze auch schon leer und aufgebraucht. Und ja, das ist jetzt mal aufgebraucht Ende April. Das ist noch der Teil, der jetzt dazugekommen ist. Mal schauen, was es. Nee, Moment mal. Doch, April. Mai ist ja jetzt. Ja, heute ist der 2. Mai. Es ist 11:35 Uhr und ich verabschiede mich. Ich fahre jetzt zu einer Freundin, gehe Kaffee trinken. Und wir sehen uns demnächst. Ciao, ihr Lieben.